Die Heinestraße 97 in Neudorf. Mit seiner Backsteinfassade und den märchenhaften Figuren ist das Haus ein echter Blickfang. Dass sich dahinter eine Kindertageseinrichtung verbirgt, wissen allerdings nur die wenigsten. Dabei hat die Wohnungsgenossenschaft Duisburg Süd hier schon vor mehr als 85 Jahren einen Ort zum Spielen und Toben geschaffen. Schon unsere Gründerväter haben im Jahre 1927 entschieden, hier müssen auch die Kinder entsprechend versorgt werden. Das heißt, es muss ein Angebot für Kinder gemacht werden. Seit 1927 hält die Genossenschaft an diesem Konzept fest und verbindet das Wohnen mit dem Leben, nämlich auch die Sorge um die Kinder. Über 100 Kinder finden hier jeden Tag für ein paar Stunden ein zweites Zuhause, wo sie sich austoben und Freunde finden können. Mehrere Stockwerke stehen den Knirpsen dafür zur Verfügung. Die Bande in Schach zu halten ist bestimmt nicht immer einfach, aber mit einiger Geduld und viel Spaß an ihrer Arbeit schaffen die Erzieherinnen es jeden Tag aufs Neue. Verwaltet wird die Einrichtung dabei nicht von der Wohnungsgenossenschaft. Diese Aufgabe übernimmt von Anfang an die Stadt Duisburg selbst. Ein Mitspracherecht haben wir nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Es entspricht letztlich auch nicht unseren Tätigkeiten. Die Expertinnen hier vor Ort, die wissen, wie entsprechend zu handeln ist. Es gibt hier eine Gruppe von Eltern, die sich in einem Beirat oder in einer Elterninitiative beteiligen. Der Verein wird natürlich auch gefördert. Und dieses Konzept geht auf. Dass die Kinder sich hier wohlfühlen, ist nicht zu übersehen. Damit das auch nach so vielen Jahren so bleibt, müssen an dem Gebäude immer wieder Änderungen vorgenommen werden. Von seinem einzigartigen Charme hat es dabei aber nichts einbüßen müssen. Es ist ständig an die Gegebenheiten angepasst worden, die notwendig sind, um einen Kindergarten, eine Kindertagesstätte zu betreiben. Es sind immer wieder Veränderungen auch in den Hygieneräumen vorgenommen worden, sind immer Anpassungen vorgenommen worden, um zeitgemäß hier den Kindern einen Raum zum Spielen, zum Toben, zu dem zu bieten, was Kinder nun gerne machen. Und für Kinder ist das wirklich ein Abenteuerland hier. Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Denn Wohnungsgenossenschaft und Stadt sind sich einig. Die Kindertagesstätte in der Heinestraße ist mehr als nur ein Ort zum Spielen und Toben.